klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Boah, war das dunkel. Hat nichts gesehen. Oh, das hört sich doch sehr gut an, Timo. Nice. Das freut mich. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Warum macht das nicht? Das müsste doch abspielen, oder? Wenn ich den Fokus drauf setze? Egal. Hey! Oh, ist nicht mehr weit. Das funktioniert irgendwie nicht, keine Ahnung. Jetzt kommt. Vielleicht ist das alles, was ich brauche. Weißt du, als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln, musst du wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Er ist da! Rost hat mich gefunden! Hier unten! Ich komme! Ich komme! Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Ist gleich, Claudia, lass dir schmecken. Solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. So, ich schicke euch schon mal auf eine Stunde Tutorial an. Ich glaube, das war lang, ne? Wenn, machen wir es lang. Ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß.
Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Die sind groß. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Ist ja gar nichts. Oh, doch, da. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Ich fand die Optik schon immer ziemlich geil von dem Spiel, ne? Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Wo bist denn du? Da. Bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche ja, Maschinen schade, nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass ihn vorbeigehen. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Oh, das kann man nur mit dem Pad variieren, ne? Also die Geschwindigkeit des Laufens. Warte auf ihn. Aber knapp doch. Rusty der Auto. Das war der letzte. Weiter geht's. Dürfen wir wieder? Okay. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir. Juti, wir suchen noch was zu sammeln hier. Oh. Da, siehst du? Diese nennt man Läufer. Ha, rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Okay. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Die reichen. Folg mir.
Aber das sind keine Steine. Doch, waren sie wohl, oder? Stein, Stein, okay. Das gibt aber Gas hier. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. So gar nicht, wie ich werfe. Wirf einen Stein zu mir. So, komm, jetzt ist es sicher. Wo ist der Waypoint hier hinten? Egal. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Oh, das kriegen wir auch noch hin, ne? Die gute Kinderarbeit hier. Als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. So, dann tappen wir mal. Halt. Ach so, okay. Hab ich doch. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer, eine schwächere Maschine, aber auch schwache Maschinen. Silver Jonas, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Wenn sie nachlässig sind, du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen, wie die Augen. Kennst du noch eine? Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du? Guter Schuss! Treffer! Weiter feuern! Easy. Beute gemacht. Teilschirmzimmer. Aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge. Der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy. Schnell. Könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr Bock habt, noch God of War zu spielen, ne? Habe ich auch nicht durchgezockt, weil ich von der Playsee abgehauen bin wegen Stream.